Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch diesmal zu wieder ist was ganz anderem. Und zwar äh, ein kleines Vorwort, weil ich werde jetzt gleich anfangen, oh, Gottes Willen, ah. die Devolo-Sachen zu machen. Und in diesem Vorwort werde ich euch, ihr habt zum im Vorunboxing schon alle dir sehen, alle Produkte. Ich werde jetzt hier im Vorwort nur noch zeigen, wie die Reihenfolge sein wird, warum und weshalb. Weil ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das mache. Weil es sehr viele Produkte sind, die eigentlich ja auch zusammengehören. Man kann sie aber auch als Erweiterung benutzen. Deswegen wäre ein langes Video, wo ich unboxe, alles zusammen anboxe und vorstelle, echt scheiße. Weil viele suchen vielleicht nur nach dem Rauchmelder, nur nach der Basisstation. Nur nach dem Heizungsthermostat, nur nach dem einzelnen Thermostat, nur nach der Fernbedienung. Deswegen werde ich es so machen, ich werde zu jedem dieser Produkte, die wir jetzt gleich nochmal komplett durchgehen werden, um sie euch nur nochmal ins Gedächtnis zu rufen, werde ich ein Unboxing und ein Hardware-Video machen. Das heißt, ich werde dieses Produkt auspacken, im nächsten Video werden wir uns dieses Produkt angucken was mit bei ist, wir werden gucken wie die Verarbeitung ist, wie es aussieht, wie es optisch wirkt. Cut. Nächsten Tag, das wird jetzt so jeden Tag passieren denn, und nächsten Tag kommt halt das nächste Produkt, auch wieder Unboxing, Hardware-Video, bis zum Samstag. Also ich werde euch das auch gleich zeigen, wie wir anfangen werden und warum und weshalb. Außer ein Produkt, da werde ich vorher schon ein Hardware-Check-Video machen, ähm, aber äh, nur so ein Hardware-Check, äh, um euch das Produkt zu zeigen, ob es funktioniert und wie es funktioniert. So, und zwar werde ich anfangen mit dem Smart Home Control Pack. Das werden wir auspacken, äh, gucken, was drin ist und ähm, ja, die Hardware uns von diesem Pack angucken. Das ist das erste. Dann wird es als zweites äh, ein Unboxing, ein Hardware und ein Hardware-Check-Video geben von dem Rauchmelder. Den werden wir nämlich testen. So. Dann kommt als drittes ein Unboxing, ein Hardware-Video zu diesem Thermostat. So, dann muss ich gerne mal nach unten packen. So, dann... Bewegungsmelder nicht. Dann machen wir zum, am nächsten Tag halt dieses andere, also den, den Thermostat für eine Wand. Unboxing Hardware-Video. Die kommt bei an einem Tag. Danach den Tag werde ich den Bewegungsmelder euch zeigen. Unboxing Hardware-Video. Und zum guter, guten Schluss kommt dann noch die Fernbedienung. Unboxing und ein Hardware-Video. Ähm, hier, ist jetzt, hier fehlt auch noch, die, eins fehlt noch, was die Volo auch anbietet, das sind diese Steckdosen für, äh, diese, diese WLAN-Steckdosen, Funksteckdosen, die, äh, Steckdosen nicht, ähm, Schalter. Die kannst du rankleben, klicken und dann geht, äh, was irgendein Produkt an oder aus. So. Und so habe ich mir das jetzt gedacht, das zu machen. Grund deswegen, warum ich das so mache, ist, habe ich euch gesagt, weil viele vielleicht nur nach den einzelnen Paketen suchen. Dieses wird dann alles gipfeln am Sonntag, also ich habe vor die Videos, laut Rechnung klappt das auch so, jeden Tag ein, äh, zwei Videos zu machen, beziehungsweise von dem einen Produkt drei Videos. Das gipfelt dann am Sonntag in einem großen Anschließtestvideo, wo ich dann alles anschließen werde. Also ich werde den, den Thermostat hier rankleben, ich werde den Thermostat an die Heizung bauen, der Smart Home Control wird angeschlossen, ähm, ja und die einzelnen Produkte werden überall da, wo sie hinkommen sollen, benutzt oder rangemacht erstmal. Dann werden wir uns die App auch angucken. Da bin ich auch am gucken, wie ich die vernünftig aufnehmen kann, wenn wir uns die App vernünftig angucken. Und ja, das war es dann auch. Ja, dann haben wir dann erstmal so den Grund, den, die, die Grundkenntnisse gemacht. Ich werde dann erstmal gucken, ein bisschen damit arbeiten. Ich habe auch schon ihr guckt, wie viel ich zahlen muss. Ich will von diesen Heizungsthermostaten auf jeden Fall noch mehr haben. Ich will noch Steckdosen haben, dass ich meine ganze Wohnung oder halt mein Wohnzimmer, die Wichtigen Geräte, Waschmaschine, Spülmaschine und Steckdosen von meiner Tochter ähm, über diese äh, Weile äh, Knöpfe habe. Also die, die haben sie auch so zum Rankleben. Dann kannst du drücken. Und dann geht die Steckdose A aus oder an oder was weiß ich. Und äh, Grund dafür ist... Dann diese, diese Schalter brauche ich auch einmal für hier und einmal für das Kinderzimmer. Grund dafür ist, meine Tochter hat in ihrem Zimmer nur drei Steckdosen. Die werden dann mit diesen Steckdosen also mit diesen, ja, ausgerüstet und dann werden die auch hier eicht auf den Zähler, also auf den Kasten-Schalter hier, hier vorne. Das heißt, ich kann abends, wenn Madame der Meinung ist, immer noch heimlich Musik oder Fernsehen zu gucken, weil noch hat sie kein Fernsehen, die kriegt aber im Fernsehen. Man muss ja vorsorgen drücke ich da auf den knopf und klebe ich auch hoch genug dass sie nicht rankommt und dann ist das, dann ist es tot dann ist das aus ich kann das auch über die app machen zur not aber so ist ein schalter zack bumm ist aus und fertig ist dann braucht man nicht immer die app hier vorne äh, hier im wohnzimmer soll auch eine also hier oben an schalter ja. seht ihr den da seht ihr den schalter und ähm, da kommt ähm, die äh, die messstation hin und neben meinem Schalter oder über die Messstation, neben die Messstation kommt denn der Schalter für die Steckdosen im Wohnzimmer. So ist es in Planung. Zusätzlich wird ich für das Schlafzimmer und für das Badezimmer und für die Küche auch so eine Steckdosen haben. Die werden aber nicht mit diesen separaten Schaltern verbunden werden. Na, Küche vielleicht doch. Küche vielleicht doch, da bin ich noch am Überlegen. Und dann kann ich auch von unterwegs über die App kontrollieren, wo ist was an, warum ist das an und mache, kann ich das separat ausschalten. Kostet aber, deswegen bin ich da fleißig am Sparen, dass ich mir das alles holen kann. Weil so ein Thermostat-Set kostet alleine schon 200 noch was. Ja, die Sima-Pack äh, Steckdosen kostet auch 200-300 Euro oder sowas in dem Dreh. Ja? Also es kostet schon was. Es macht aber Sinn, auf Dauer, auf lange Sicht den sehen... Erstens Sicherheit, ja, dass hier nichts an ist, wenn ich nicht da bin. Dass ich das von unterwegs ausschalten kann, dass, falls eine Überlastung ist. man kann ja sein, dass man die Waschmaschine vergessen hat. Uh, muss aus. Bumm, aus. ja, Dass hier im Wohnzimmer alles aus ist, dass ich auch sehe, dass ich auch... Ja, ist einfach Sicherheit. Ganz normale Sicherheit, auch dass ich dann von unterwegs die Heizung an- und ausmachen kann und schon vorheizen kann. Wenn ich weiß, Mensch, ich bin jetzt im Urlaub, ich fahre fahr drei Stunden vorher nach Hause, weil Hotel abgebrannt ist oder was weiß ich, kann ich sagen, hier, pass mal auf, mach mal an. Ich will, bin dann und dann zu Hause, will ich meine schönen 21 Grad haben. Drei Stunden vorher soll die Heizung überall auf drei angehen, das ist hier schon langsam vorbollert und dann ist es gut. Kann ich machen. Ich kann auch von, mit der App halt von unterwegs aus den kontrollieren, kann dann sagen hier, was sagt mein Wohnzimmer-Thermostat, der sagt, hier im Wohnzimmer sind 20 Grad, der Thermostat an der Heizung sagt 25 Grad, schaltet sich aus, sagt, nö, heiz mal weiter, das ganze Wohnzimmer ist nur auf 20, ich will auf 21. Kann man alles machen. Damit möchte ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Es war nur das Vorwort. Ich hoffe, ihr versteht, warum es jetzt nicht zu jedem Produkt einen Hardware-Check gibt. Weil das mache ich alles in einem Video. Wäre Blödsinn, wenn ich da zu jedem eins mache. Aber ich möchte halt ein Unboxing und ein Hardware-Video machen. Ich möchte euch zeigen, was, was ihr da erhaltet. Also wie zu euch kommt. Auspacken und dann gucken wir uns die Hardware an. Das reicht erstmal. Und dann ein großes Video. So, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.